Hallo und herzlich willkommen hier zum Graveyard Keeper. Ja, da würde ich gleich hier angeschwätzt. Hör auf rumzudrillen. Packen wir und zeigen wir ihm, wie wir sowas im Dorf handhaben. Die Dorfbewohner haben mich aufgelaut. Ich habe ins Bett gelegt. Oh, Dekretzold, was ist los? Er stellt sich dumm. Ha! Dekretzold, warte! Werther, du musst sofort mit uns mitkommen. Es ist was im Dorf geschehen. Nicht einfach irgendwas. Nein, das ist Wahnsinn. Solch Vandalismus im Dorf. Und schau dir die Zerstörung in meinem Garten an. Es ist überall so schlimm. Es ist überall so schlimm. Meine Töpferscheibe wurde zerstört. Was soll ich jetzt tun? Bitte beruhigt euch, Dorfbewohner. Wir sollten das langsam und methodisch angehen. Also solltest du sehen, was da bei mir passiert ist. Ich hätte das nicht einmal für möglich gehalten. Kretzwald, bitte warte doch. Was ist passiert? Ich schau dir das an. Das ist Bernard, unser Dorfwächter. Er und Oryk, sie haben unser Dorf komplett verwüstet. Und man kann sich das nicht einmal vorstellen, was bei mir zu Hause los ist. Ja, Oryk und ich, X, wir haben uns gestern unterhalten, X. Aber leider haben wir zu viel X, zu viel gedrungen. Und nach unserem X-Treffen bin ich nachher X nach Hause gegangen. Frag meine Frau. Und hört auf so zu X brüllen, mein Kopf tut weh. Könnt ihr euch das allein angerichtet haben? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Aber er wirkte irgendwie mehr eine gebildete Person und zivilisierte Person. Verdammt. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so endet. Was für eine Katastrophe. Wie bequem, dass er euch einfach so verschwunden ist. Kann mir jemand sagen, wer das alles in Ordnung bringen soll? Ja, und so Gesetze über die Haftung bei solcher Straftat zufolge muss einer von euch Verwandten für die begangenen Missetaten aufkommen. Ja, und wenn er keine Verwandten hätte oder hatte, dann trifft seine engsten Freunde. Das soll dann wohl ich sein. Na klasse, da haben wir wieder einen Sündenbock gefunden. Wir haben die richtige Person gefunden, die das ausbaden muss, nicht wahr, Werther? Ja. Liebe Dorfbewohner, erneut muss ich euch bitten, euch zu beruhigen. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Zusammen mit dem Werther werden wir alles reparieren. Ihr könnt jetzt gehen. Und du kommst mit mir mit, Werther. Wir haben viel zu besprechen. So, okay. Ja, da wollte ich eigentlich speichern, Schluss machen und da musste ich die Folge gleich wieder starten, weil ja, ich lege mich einfach ins Bett, denke, ja gut, ist toll. Hätte ich jetzt nicht geschlafen, dann wäre das gar nicht passiert, ne? Manchmal triggert so ein Schlaf einfach so, sagen wir das ja. So, mit ihm reden. Wegen den Schäden im Dorf. Oh, Dick, was hat das alles zu bedeuten? Nimm es nicht zu persönlich, Werther. So ist nun mal das Gesetz. Ich bin für den Wohlstand des Dorfs verantwortlich. Ich will, dass die Bewohner sich sicher fühlen und dass alles in Ordnung ist. Andererseits könnte es auch viel schlimmer sein. Manchmal tendieren die Dorfbewohner zu überzureagieren. Wie dem auch sei. Du bist ja ein begabter Bursche. So viel Aufwand soll es ja nichts darstellen, hier und da ein paar Reparaturen durchzuführen. Oder auszuführen. Ich habe mir die Schäden noch nicht mal angesehen. Ich versichere dir, es gibt nicht so viel zu tun. Kleinigkeiten, du machst das mit links. Also, was soll ich zuerst machen? Das ist die richtige Einstellung. Zunächst solltest du wohl Kretzwald besuchen. Er hat sich am lautesten beschwert, also hat er wohl das größte Problem. Ja, die zwei stachen sich ja eh mal aufeinander an, oder?
Oh, und kannst du noch den kaputten Tisch reparieren? Ich will nicht, dass meine Gäste sich dran stören. Okay. Hm. Ja, die sitzen ja auch dran. Ja, toll. Reparieren. Ja, das machen wir mit rechts hier. Weiß mit links, aber ja. So. Repariert. So, Horror-Trick ist repariert. Ja, interessiert aber nicht. Gut. Dann hat sie es erledigt. Wir gehen. Ja, dann geht's auf wie zu Kretzi Waldi. Ah ja, da ist ja die Wäscheleine am Arsch. Reparieren. Naja, locker. Bisschen Seil und ein bisschen Hölzle. So. So, wo ist die Kretzi? Da ist die Kretzi. Ist mit bei den Reparaturen. Werder. Da bist du ja endlich. Kannst du meine Toilette reparieren? Jemand hat die Tür abgerissen. Naja. Guckt ja eh keiner zu, oder? Kann ich kaum noch aushalten. Ich würde sie ja selbst reparieren, aber ich hüpfe zu sehr herum. Hilf mir. Warte noch kurz. Ich kümmere mich gleich drum. Ja, ich könnte jetzt mal. Komm, ey. Also echt. Naja. So, wo ist die Tür? Was ist denn das da? Ah ne, wir brauchen ein Holzreparaturset. Kann ich das bei dem kaufen vielleicht? Handel? Hast du sowas? Nee, ah ne, der hat es nicht. Okay. Holzreparaturset. Ja gut, da muss ich mal kurz nach Hause. Das habe ich leider nicht vorrätig. Holzreparaturset. Das geht hier, ne? Ja, das ist hier. 4 Stücke. Ja, da brauche ich nie wieder eins. Das ist das Problem. Ja, und die Nägel gehen mir auch schon wieder langsam aus hier. So, mal ein paar Nägel machen. Nägel mit Köpfle, ne? So, und der Stein ist wieder geladen. Benutzen. Totes Pferd. So, ja, es wird Nacht. Aber sollte trotzdem funktionieren. Er schmiedet noch. Reparieren. Ja, ein paar Planken ins Auge getan, ne? So, Aufgabe beendet. Gut, geht nicht. Was holt ihr die nächsten Aufgaben oder wie war das gerade? Na gut, wenn ich mal selber so durchs Dorf schlender, dann sehe ich doch, wo hier was kaputt ist, oder? Ach so, bei dem Drechsler, nee, nicht Drechsler, bei ihm wurde der Tisch kaputt gemacht. Okay, ja, aber da kann ich nichts dran machen im Moment. Also muss ich doch, ja, da muss ich doch wieder zu Horatrick. Episkop kommt, jawohl, der Tag für morgen beginnt ja schon wieder. Die nächsten Aufgaben. Horatrick, ich habe Kretzwald geholfen und deinen Tisch repariert. Was ist als nächstes dran? Gut, ich hoffe, dass Kretzwald zufrieden ist. Dann hilf jetzt Adam. Irgendetwas mit seinem Töpfer, mit seiner Töpferscheibe ist los. Außerdem hast du vielleicht einen Korb voller Eier im östlichen Teil des Dorfes gesehen. Um es kurz zu machen, er wurde umgeworfen. Wäre schön, wenn du dich auch darum kümmern könntest. Ja, neue Eier kann ich nicht legen. Okay, verstanden. Ja, und hilft dem Inka mit seinen Stöcken. In Ordnung, mache ich. Okay. Alles reparieren. Jetzt gehen wir erst zu dem Töpferle. Reden? Wegen dem Schaden. Alter, was ist passiert? Ja, schau dir das an, mein Baby ist zerbrochen. Ja, was soll ich denn jetzt noch tun? Die Töpferei ist mein, ist der Sinn meines Lebens und meine Haupteinkommensquelle. Ja, keine Sorge, ich repariere sie sofort. So, geht da locker. Wir haben, Gott sei Dank haben wir Material. Beendet. Kriegt man nicht einmal einen Punkt dafür bei ihm, Freundschaftspunkt. So, dann machen wir die Eiertante wieder ganz hier.
Ah ja, gut, da haben wir noch Holzset und Ding haben wir auch. Aufgebändet. Habt ihr eigentlich jetzt Eier? Ja, wir haben doch noch Eier, was wollt ihr denn? Das keine Federn haben sie, glaube ich, gerade, ne? Das war der Imker. Na gut, der ist jetzt gerade im Haus. Vielleicht Stock trotzdem reparieren? Nee, ich muss ihn dazu interviewen. Na, ganz lustig. Ich muss den Imker dafür interviewen hier. Okay. Dann müssen wir leider abbrechen. Dann können wir erstmal nach Hause rennen. Können wir Kirche abhalten und dann können wir wieder weitermachen. So, das Episkopat ist schon da, ja. Wir beginnen schon gleich mit der Messe. Keiner will beichten, Gott. So, mir sag mal jetzt wieder was. Ich war's dann und fertig aus. So, und beten, danke und tschüss. So, genau, lasst Geld da. Was ist eigentlich, wenn ich das Geld drin lasse? Wird mir das automatisch dann irgendwann gutgeschrieben oder wird es dann addiert einfach? Das weiß ich nicht, ne? Ich nehme es aber lieber raus, ne, dass es verschwindet. Ich meine, der Betrag ist ja immer jetzt im Moment gleich, ne? Wir wissen ja, an was es gekoppelt ist. Und ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen, weil das vielleicht den einen oder anderen langweilen würde. So, das ist der eine. Geht nicht. Nein, das Salz da drin. So, ich habe hier immer noch Kürbis in der Tasche. Die können wir hier lassen, oder? Kürbiskerne, das hier, das da lassen. So, die Samen habe ich auch noch in der Tasche da. Diese brauche ich auch nicht. Ja, ich habe am Garten angefangen und dann bin ich weggeziert worden, sozusagen. Oder ich musste weggehen. Ich glaube, der Esel hat auch eine Leiche da gelassen, die wird dementsprechend aussehen schon. Liegt jetzt doch schon eine Weile im Keller. Prozent, oje. Oje. Naja, gut, aber wir wollen ja eh nicht viel damit anstellen. So. Die Seele ist ziemlich am Bobbes. Ja, gut, jetzt seht ihr wieder das, ne? Man müsste jetzt wirklich die Sachen halt danach auswählen. Aber sag mir fast egal. Gib mir einfach hier die Seelenscherben da hier. 7, jawohl. Und sie gilt als repariert. Naja, was heißt repariert ist nicht, ne? Ist trotzdem bescheiden. Okay. Das heißt, wir können jetzt an unserer Dings weiterarbeiten. An unserer Haut. Ja, dann geht's da mit dem Zombie mal weiter. So. Noch einmal. Ja, also da ging jetzt wirklich Scherben drauf ohne Ende. Am Ende rentiert sich's nicht wirklich, ne? Und wir versuchen dann auch mal wieder wahrscheinlich ein paar unter die Erde zu bringen. So, jetzt hat er modifizierte Haut reinmachen. So, jetzt hat er schon 21. Gut, 26 kriege ich nicht zusammen, aber ja. So, jetzt hat er kriegt eine Kleberinjektion, dann haben wir 22.
Also wenn man einen, der bei 25 sind oder so, dann ist auch gut. Aber was ist denn eigentlich mit dir? Ja, ist egal, dann machen wir jetzt mal nicht lang rum. So, wir gehen jetzt erst wieder ins Dorf und fangen weiter an zu reparieren. Bevor es wieder finster wird. Wegen den Stücken. Merta, einige meiner Stücke wurden brutal massakriert. Dieses Verhalten den Bienen gegenüber ist inakzeptabel. Tut mir so leid, kann ich irgendwas für sie tun? Ich glaube nicht, aber wenn du die Stücke reparieren würdest, dann könnten die neue Bienen sich dort niederlassen. Kümmere mich drum. Da brauchen wir Bienen, okay. Ich brauche noch 4 Bienen, der kann mir welche verkaufen. Ja. Weil ich brauche eh keine mehr im Moment. So, das wäre auch erledigt. So, jetzt bin ich wieder zu Horatik. Nächste Aufgaben. Ja, ich bin hier der Stadthandwerker jetzt sozusagen. So. Ich habe den Dorfbewohnern geholfen. Sehr gut. Viel ist nicht mehr zu tun, Wärter. Ich hoffe, das war nicht so anstrengend. Nicht wirklich. Wunderbar. Meine nächste Aufgabe ist es, die Reparatur der Laterne in der Nähe des Bauernhofes. Und irgendwas ist mit Rosas Kuh passiert. Ich hoffe, du kannst dir irgendwie helfen. Aha. Find heraus, was mit der Kuh passiert ist. Die Laterne? Welche Laterne ist denn hier kaputt am Bauernhof? Ach so, ja. I know. Ich weiß, was ich da gemeint ist. Die Laterne? Nö. Okay. Hier? Wo ist denn hier eine Laterne? Repariere die Laterne. Ah, da! Naja, haben wir alles. Wir sind die schnellen Handwerker. So, Aufgabe beendet. So, jetzt ist die Kuh. Es ist eh schon wieder Nacht. Ne? Das ist unglaublich. So. Frag nach der Kuh. Rosa Horatik hat mich gebeten, nach deiner Kuh zu sehen. Wärter, es ist furchtbar. Ich habe solche Angst. Jemand hat unsere empfindlichste Kuh angemalt. Jetzt ist sie so gestresst, dass wir sie nicht mehr melden können. Okay. Ja, schön gemacht. Tut mir sehr leid. Bitte wasche sie so bald wie möglich. Okay. Brauche ich da Wasser? Wie mache ich denn das? Ich muss doch da rein. Ah, mein unerfahrener und naiver Lehrlingling. Bist du bereit für eine weitere lebensgefährliche zweite Lektion? Passt, ich muss noch meine Ausrüstung prüfen. Ciao. Ah ja. Okay, wir können das also abbrechen. Wie mache ich das jetzt? Was brauche ich dafür? Was ist denn das? Asche. Jetzt habe ich wieder genug Asche, Leute. Das ist doch zum... das ist zum Davonlaufen, Mensch. Was kann doch... So weit... Ja doch, ich habe noch Asche. So, Charakter. Gut, dann ist sie aber weg, ne? Benutzen. Zu Hause. Hab noch Asche.
Müssen wir gucken, wo. Hier nicht. Drüben. Hier habe ich noch Asche. Ja, Stein wird nicht aufgeladen. Und jetzt ist Rosa eh gleich weg. Dann geht's wieder nimmer. Ja, na klar. Okay. Dann können wir mal kurz das, was der da will. Ich weiß es nicht. So. Was? Ich muss mich vorher noch waschen gehen. Was? Ich würde vorher noch beten, gerne beten gehen. Ach, das geht nicht, okay. Witzig. Es geht gar nicht. Map. Na gut, das müssen wir wieder warten. Na gut, dann gucke ich noch mal ganz kurz oben ins Dingsbums, ins Flüchtlingslager. Wie weit die schon mit ihren Smileys sind. Ah, es langt. Es langt. Wachturm. Oder Schlafturm. Da unten wollte er den. Na ja gut, da könnte ich auch noch einen hin. Oder da drüben. Paradies, dein Lager ist perfekt. Ich soll es ein Buch darüber schreiben. Dein Wachturm ist so schön, dass dir seine Schönheit. Ist dir seine Schönheit aufgefallen? Er ist nicht übel, aber als schön würde ich ihn jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Er ist so viel mehr als nur ein Symbol. Er ist ein Symbol. Ein Symbol der Freiheit, ein Symbol der Fairness. Ich glaube, deine Arbeit hier ist beendet, mein Freund. Der Oberbefehlshaber wird uns unsere Verteidigungsmaßnahmen nicht überwinden können. Ja, verstärkt das Lager noch die Achievement hier? Du hast so viel mehr getan, als wir jemals von dir erwartet haben. Natürlich ist diese Auszeichnung, für die wir alle zusammen geschmissen haben, nicht wirklich angemessen für deine Bemühungen. Was habe ich da jetzt alles gekriegt? Aber ich hoffe, unsere ewige Dankbarkeit ist dir auch etwas wert. Also Dankbarkeit und materielle Güter sind auf jeden Fall besser als nur Dankbarkeit. Ich habe außerdem eine Rede für diesen außerordentlichen Moment. Warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Maki, es ist schrecklich. Was? Sag es mir, rede. Eine große Gruppe von Soldaten aus der Stadt. Die ganze Armee hat gerade die Bergfeste betreten. So einen Angriff können wir auf keinen Fall zurückschlagen. Meister Alarich hatte recht. Wir müssen fliehen, bevor es zu spät ist. Ich höre euch, aber ich bitte, schweigt noch ein wenig. Ich möchte nicht, dass sich eine Panik ausbreitet. Ich brauche ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Es muss doch eine Lösung geben. Das kann nicht das Ende sein. All dies kann doch nicht umsonst gewesen sein. Wer, hast du irgendwelche Ideen? Ich fürchte, ihr beiden verlasst mich bitte. Ich muss nachdenken. Es muss doch eine Lösung geben. Ich glaube nicht, dass ich ihm gerade helfen kann. Es ist besser, wenn ich ihn in Ruhe lasse. Okay, Aufgabe beendet. So, ist das Sichtturm hier? Dann sind wir hier auch erledigt. So, dann können wir wieder Richtung Dorf gehen. Mal schauen, wie lange die wieder braucht, bis sie draußen ist wieder.
Na, lange. Okay. Hat sich nicht rendiert. Dann gehen wir mal kurz zu unserer Taverne. Ja, da können wir momentan auch nichts besser machen hier. Wow. Tavernenverbesserungsbonus gesamt 11 Gold und 66 Silberlinge. Ja, die haben wir ordentlich verkauft. Schnaps, ja. 120? So viel hatte ich doch gar nicht, oder? Auf einmal. Naja, dann haben sie bestimmt gebunkert gehabt. Ja, krass. Echt krass. Also ich kann sagen, Geldsorgen haben wir eigentlich keine mehr. So, ist jetzt schon wieder da. Ja, die steht eigentlich auch relativ früh auf. So, ich bin bereit, die Kuh zu waschen. Mit Asche. Müh. So, jetzt ist wieder braun. Oh, vielen Dank, Werder. Du hast uns gerettet. Ich hoffe, unsere liebe Kuh beruhigt sich bald wieder. Ein bisschen leckeres Gras und sie ist wieder die alte. Ja, ich hast du recht. Okay. Ah, zack. Und die nächsten Aufgaben, ja. Munteres Reparatieren hier in der Stadt. Vorbeigerannt. Ja, die haben hier auch ein altes Bad, ne? Das können sie mal renovieren. Du nicht. So. Der Kuh und der Laterne geht's wieder gut. Der Kuh und der Laterne, ja, auf, geht es jetzt hoffentlich wieder gut. Gut gemacht, das heißt, dass wir allen Dorfbewohnern geholfen haben. Jetzt müssen wir nur noch das Durcheinander hier und da beseitigen, falls du noch nicht erledigt hast. Du musst die Fässer und die Scherben vor den toten Pferd beseitigen. In der Nähe der südlichen Stadtgrenze gibt es einen Abverlauf. Bitte mach alles sauber, bevor der Müll noch die Touristen verschreckt. Das war's, glaube ich. In Ordnung, ich kümmere mich jetzt drum. Die Scherben. Was sind hier Scherben und Fässer? Ach, da. Das war's, oder? Das zählt nicht, oder? Doch. Nackt. Nackt. An der südlichen Stadtgrenze. War es das jetzt? Ah, ne, da. Sieht aus wie die Tür von Kretzwalls Toilette. Da steht was geschrieben. Zart, die Stadt. Was für ein Idiot. Das ist Eurichs Werk. Er hat nie besonders bedrohlich auf mich gewirkt. Und es schien, als würde es ihm immer besser gehen. Also was ist mit ihm los? Hat ihn die Behandlung so mitgenommen? So, Knacks, weg damit. Da richte ihm aus, dass das Dorf wieder ja im guten Zustand ist. Wahrscheinlich wäre die Wäscheleine auch gekommen, aber das haben wir ja gemacht. Von uns aus. Verkündet, dass alles repariert wurde. Alles wurde repariert, das war's jetzt, oder? Hilf den Dorfbewohnern, das soll es zufriedenstellend fürs Erste. Dorfbewohner, ich sende ihren Dank an dich aus, Werther. Du hast Recht und Ordnung im Dorf wiederhergestellt. Hilf doch gern. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Dress hat nach dir gesucht. Solltest ihn besuchen kommen. Dress? Wurde bei ihm auch irgendwas zerstört? Ich glaube nicht, er hat irgendeine Aufgabe für dich. Okay, danke. Dann gucken wir doch mal, was hat er denn für uns? Wo drückt denn das Schüchchen? Das weiß man ja nicht, ne? Der Dress. Wo ist denn der Dress? Wer ist der Dress? Du das? Ja. Frag nach der Aufgabe. Dress, du hast nach mir gesucht. Ja, ich wollte mich dafür verdanken, dass du dem Dorf geholfen hast.
Ich bewundere Leute, die anderen selbstlos helfen. Ach, hör doch auf. Nein, ganz ehrlich, ich danke dir für deine Hilfe, als wir sie am dringendsten brauchten. Ich habe ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Ich hoffe, es gefällt dir. Vielen Dank. Nein, dir haben wir zu danken. Würziges Orange? Neue Technologie? Es ist doch Farbe. Okay. Dankeschön. So, das gucke ich mir gleich mal an. Technologien, was soll das sein? Würziges Orange. Ist doch was für meine Bude, oder? Das ist Farbe gewesen für die Bude. Es ist nirgendwo taucht es auf. Nee. So, okay, was haben wir jetzt eigentlich alles gekriegt? Einen großen Universalbeutel. 12 passt da rein, okay. Bin ich jetzt aber nicht so prickelnd. Ein Juwelen bis jetzt Stahlschwert habe ich bekommen. Was ist das? Scherben? Ja gut, okay. Und hier ein paar Bücher. Können wir benutzen. Brauchen es zwar nicht mehr, aber ja. So. So, und da haben wir jetzt noch zwei Dinge übrig, die wir jetzt erstmal nie mehr wieder brauchen können. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Das Dorf ist repariert. Perfekt. So, die Tasche, die wird man daheim ablegen, weil ich brauche die nicht. Also Leute, ihr müsst euch irren. Euer Oberbefehlshaber hat mich gehen lassen. War schön, euch zu sehen. Kommt gerne wieder und so weiter. Aber jetzt bin ich gerade beschäftigt. Der Befehlshaber hat uns nicht geschickt. Also halt die Klappe und folge uns. Sie mustern mich irgendwie komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Seid ihr sicher, dass ich keine Wahl habe? Du hast keine Wahl. Du kannst dich weigern und wir töten dich sofort. Wir konnten deine Leiche auch begraben, aber das kostet 6 da. Das ist unglaublich verlockendes Angebot, aber das Geld spare ich mir lieber und komme mit euch mit. Lady Beatrice, ich würde ja sagen, das ist eine nette Überraschung, aber... Hast du den Oberbefehlshaber nicht letzte Woche zu überreden versucht, mich zu verbrennen? Kehrt in die Bergfeste zurück, meine Freunde. Eure Arbeit ist getan. Was dich angeht, Werther, beruhige dich. Warum sollten wir über vergangene Streitigkeiten reden? Ich möchte dir eine weitere Chance geben, dir meinen Respekt, meine Freundschaft zu verdienen. Und etwas noch Intimeres. Ich habe dir bereits gesagt, dass mich das nicht interessiert. Da gibt es schon jemanden. Ha, das habe ich schon öfter gehört, aber jedes Mal endet es auf die gleiche Weise. Alle Männer sind gleich. Aber wie du willst. Ich kann dich auch anders entlohnen. Ich werde deine kostbaren Flüchtlinge aus der Gefangenschaft befreien. Als habe ich ein Achievement gekriegt, oder? Der Oberbefehlshaber, dieser alte Narr, ist mir komplett verfallen. Wenn ich ihn bieten würde, dann würde er sich bestimmt sogar gegen den König wenden. Und was soll ich tun, falls ich dem überhaupt zustimme, meine ich? Nichts Besonderes. Ich brauche nur 5 Todesemissionen. Warum kannst du diese Emission nicht selbst herstellen? Warum brauchst du diese Emotion? Die Emotionen sollen die Leichen der Soldaten in der Bergfeste auf die Verwandlung vorbereiten. Verwandlung? Es beginnt mit einer kleinen Injektion von Emotion, die als Heilmittel für Durchfall getarnt ist. Ein paar Wochen lang gibt es unsichtbare Mutationen, dann ein paar Stunden höchste Pein.
und gar nichts mehr. Ein schiller Tod. Und dann belebe ich sie als gefügsam und beinahe unbesiegbare und tote Diener wieder. Weitaus mächtiger als gewöhnliche Zombies und beinahe geruchsneutral. Ghule. Ghule? Ghule gibt's nicht, das weiß doch jeder. Das stimmt, allerdings hat deine alte Freundin Claude wohl einen Weg gefunden, um die Fantasia wahr werden zu lassen. Sie hat ein Ritual für die Erweckung von Ghulen geschaffen. Ich habe eine Schriftrolle, habe sie auch schon ein paar Mal benutzt. Und die Ergebnisse haben meine Erwartungen weit übertroffen. Warum kannst du diese Emulsion nicht selber herstellen? Es ist nicht einfach, schwarze Alchemie zu praktizieren und das geheim zu halten. Ein solches Risiko kann ich nicht eingehen. Mein Ruf als Inquisitorin muss unbefleckt bleiben. Außerdem benötigt man dafür ein dunkles Hirn. Zum Glück hat die Inquisition Gefangene. Die werden doch zusammen mit ihren Hirnen verbrannt. Außer wenn sie beim Fluchtversuch getötet werden, oder? Herrje, diese armen Flüchtlinge, brauchst du sie wirklich für dunkles Hirn? Nein, ich habe etwas viel Interessanteres geplant. Ihre Flucht erlaubt es mir, mich in der Bergfeste einzuquartieren und alles Nötige für den nächsten Schritt vorzubereiten. Hatte dein Freund Alarich nicht erzählt, dass ich es war, die ihm erzählte, wie er die Gefangenen befreien konnte? Ich verstehe nicht. Das ist seiner Zeit, mein Liebster. Wofür brauchst du Ghule? Was zur Hölle hast du nur vor? Lass mich raten, du hast die Monster geschickt, um mich zu töten. Ja. Das klingt doch alles verrückt. Typisch, wenn die Leute etwas nicht verstehen, dann nennen sie es verrückt. Aber es ist noch zu früh, um alles zu erklären. Wart noch ein Weilchen, deine Neugier wird gestillt. Und warum sollte ich das tun? Du warst es also. Dank deinem stinkenden Zauberspruch wusstest du die ganze Zeit, wo ich war und was ich gemacht habe. Nicht schlecht, aber keine Sorge, das Aroma, das du so sehr hast, wird schon bald verflogen sein. Und es war deine Schuld, dass die Magie, die Alarich bei Lotho benutzt hat, nicht funktioniert hat. Ein paar Tropfen Jasminsaft und Alarichs letzte Chance, den uralten Fluch aufzuhalten, ist Topuff. Gut geraten. Aber danke für deine unermüdlichen Anstrengungen, es war recht. Amisan, ich umsonst schuften zu sehen. Was ist, wenn ich mich weigere, diese Emulsionen herzustellen? Das wäre höchst unangenehm. Das würde keinen potenziellen Partner aus dir machen, sondern einen ungewollten Zeugen. Und dann wäre ich gezwungen, dich loszuwerden, auf höchst unangenehme Art und Weise. Und dann würde ich das dunkle Hirn deiner Flüchtlingsfreunde benutzen, nachdem sie getötet wurden. Wie du siehst, bekomme ich so oder so, was ich will. Allerdings musst du noch ein paar Leben retten. Es ist Zeit, dass du dich entscheidest, Werther. Meine Geduld schwindet und der Morgen naht. Es gefällt mir überhaupt nicht, aber ich helfe dir mit der Mission. Deine Pläne sind furchtbar, ich werde dir nicht helfen. So, Punkt aus. Bist du sicher, weil du zu stolz bist, werden weitaus mehr Leute leiden, dich eingeschlossen. Moment. Der Wahrheit, vielleicht hat sie recht und setzt sich trotz allem durch, aber vielleicht kann ich sie irgendwie daran hindern. Ich helfe dir, ich weigere mich auf meine Hilfe, kannst du nicht zählen. Was soll ich machen, Leute? Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Werther. Ich werde mich an dich erinnern, so wie du jetzt bist.
Denn für den Rest des erbärmlichen Lebens wirst du die Gestalt der widerlichen Kreatur gehabt tragen. Du wirst ein Stinktier sein. Das ist übel. Wenn sie das tut, werde ich immer ein Stinktier sein. Warte mal, das ist eine furchtbare Idee. Genau, furchtbar für dich. Nein, für dich auch. Dein Fluch könnte von jemandem gebrochen werden. Aber wenn du mich tötest, meine Leiche ins Wasser schmeißt, dann werden alle denken, ich sei beim Angeln gestorben. Niemand würde dich verdächtigen. Interessante Idee. Das könnte sogar eine gute Gelegenheit sein, das diesem Schwachkopf Kukul anzuhängen. Alle wären besser dran, wenn dieser stinkende Bucklige im Gefängnis verrottet. Ja, das gefällt mir. Lebe wohl, mein Liebster. Auf Wiedersehen, mein Liebster. Platsch. Okay. Du bist tot. Nö, bin ich nicht. Gut, kein Gestank. Als sie mich ins Wasser warf, hat das ihren eigenen Zauber unwirksam gemacht. Jetzt muss ich nur noch Beatrice überführen. Ich werde sie dann dem Oberbefehlshaber alles erzählen. Es könnte schwierig werden, ihn zu überzeugen. Er mag sie. Aber Kukul hasst sie. Vielleicht kann er mir helfen. Ich stehe zu meiner Entscheidung, ne? Also, ich hätte dir helfen können. Ja, mal schauen, aber ja, was soll's. Ich halte das Achievement nicht, was soll's. Ich weiß nicht, ob es da eins gibt, aber ja. Ich sag dir mal wieder, auf dem Wege, eigentlich war das schon viel früher geplant. Ich sag dir mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr beim nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.